Paraguay. Pioniere. Hier übrigens, seht ihr das? Im Vergleich, der Boden ist etwas dunkler. In dem Bereich. Oder hier ist er noch fruchtbarer. Siehst du sofort an den Bäumen. Die sind alle einen Meter höher hier in dem Bereich. Ja, weil hier war noch so was wie Restwald. Es sind noch relativ viele Bäume noch vorhanden. Wieder gelassen. Und was ist das da jetzt? Das hier ist jetzt Mulch, den wir dazu gekauft haben. Also ich hatte ja gesagt, Mulch kann man nie genug bekommen. Das sind jetzt Reste vom Zuckerrohr. Ja? Also Zuckerrohr wird gepresst, der Saft geht weg und das gehäckselte Zeug wird dann meistens verbrannt. Und man kann es aber auch, bevor es verbrannt wird, kann man es noch kaufen und dann als Mulch verwenden. Mhm. Das probieren wir jetzt das erste Mal aus. Du hattest doch mal so ein Experiment gemacht mit Trocknen. Ah ja, genau, das hat 70% Wasser. Ja. Habe ich dann auch probiert. Also ich habe mal 300 Gramm getrocknet und am Ende waren es noch 100 Gramm ungefähr. Der Rest ist Wasser. Ja. Das riecht auch noch ein bisschen nach Zucker. Ja, wenn jemand noch riechen will. Mhm. So süßlich. Mhm. Ja. Süßlich. Mhm. Ja, das ist jetzt eine Zuckerrohrfabrik, die ältere Maschinen hat. Also die pressen noch nicht 100% den Saft raus, da bleibt noch so ein Rest. Die ganz neuen. Soll ich mal ins Maschinen. Mikro halten, dass du mal riechen kannst? Neueste Geruchsvideo. Hm. Ja. Hier haben wir auch Moringa zurückgeschnitten. Also manchmal die Bäume, die man jetzt, wo man die Blätter ernten will, zurückschneiden, die wachsen auch ständig nach. Die Moringa wurde von mir vor 3 Wochen zurückgeschnitten hier. Diese drei. Die Moringa wächst, glaube ich, auch schnell, ne? Die wächst ständig wieder nach. Ständig. Aber Eukalyptus ist noch schneller? Bisher mittig, also schaut euch die Größen an. Wir haben jetzt Paraíso von 4 Meter, Eukalyptus auch so 3-4 Meter. Ungefähr gleich schnell, kann man sagen. Nur, dass der Paraíso eben 10-mal wertvoller ist. Hm. Und den Boden nicht kaputt macht. Also und dieses hier, was ist das jetzt? Moringa, Paraíso oder was ist das? Das ist jetzt Moringa. Moringa. Moringa in der Mitte Mango. Solltest du nicht die kleinen Ästchen abmachen? Nee, die können wir essen hier. Das war zum Ernten. Aber er soll doch gerade wachsen. Nee, der nicht. Ja, der auch nicht. Er doch alle. Nur der soll gerade wachsen, aber der macht es nicht für sich. Oh, guck mal, der oben ist doch ein bisschen. Ja, ja, ich weiß. Nur Spaß, die machen wir weg. Und die drei hier können wachsen. Also, manche Bäume, die sind einfach von Natur aus mehr schief. Der unten zum Beispiel, der wächst super gerade. Und der hier, naja. Habe ich leider meine Leiter vergessen. Dann machen wir das eben so. Wir haben hier den Punkt in der Mitte. Die Seitenäste kommen weg. Und ich achte auch darauf, dass in allen Richtungen was wächst. Ja? Was machst du? Ich habe das in der Hand. Ist besser, man biegt nicht zu viel. Das kann abbrechen. Theoretisch. Kann man aber auch sehen, wie elastisch der ist. Genau, und der hier, das ist dann die Krone. Und die wachsen alle an der Seite. Und dann lassen wir ihn wieder zurück. Dann geht's auch mal ohne Leiter. Was ist das? Papaya oder so? Mhm. Der Baum ist ein Jahr, das kann ich ja echt kaum glauben. Wie hoch mag der sein? 4 Meter noch was? 4,58 Meter, genau. Morgen 59. Und das ist was? Das ist was für ein Baum? Das ist Paraíso Gigante. Paraíso Gigante. Einer der wertvollsten Möbelhölzer. Ja? Und der Baum, das ist aber schnell. Wird sogar exportiert, soviel ich weiß. Und der Baum hier hinter dir, was ist denn der? Das hier ist Granatapfel. Der blüht nach bereits einem Jahr und kriegt Früchte. Granatapfel ist ja auch eine Heilpflanze. Granatapfel. Und nebendran wieder Zimt, das kennt ihr ja. Das ist alles, was ihr euch vorstellen könnt, was hier wächst, ist auch drin. Und wie lange ist der Papaya? Nein, der ist ein Jahr alt. Ein Jahr? Ein Jahr. Hier ist alles ein Jahr. Hier unten ist es nur 6 Monate. Und hier oben ist ein bisschen länger wie ein Jahr. Aber da oben ist es langsamer gewachsen, weil wir diesen Sandboden haben. Deshalb sind die Bäume hier mit 8 Monaten oder mit einem Jahr größer wie oben mit einem Jahr und 3 Monaten. Das wird jetzt dann auch abgemacht
und hier als Mulch verwendet. Guck mal, Papaya ist das erste. Und das hält mindestens noch mal ein Jahr. Dann haben wir noch mal Mulch. Und hier unten siehst du, haben wir gerade nachgepflanzt. Hier kommt also wieder neuer Gründünger. Das ist der nachgepflanzt. Hier auch. Hier sieht man auch die Pflanze. Und hier auch. Das heißt, der alte ist weg und der neue ist schon am Wachsen. Ist auch so? Ja. So, und dann haben wir hier wieder. Der wächst aber schön. Guck mal, wie der nach da hinten ist. Wow. Sehen. Der wächst aber schön. Super. Mit danach Blatt. Ja. Drei Stück reicht. Ich wecker sie. Wow, ja, Papaya. Dann haben wir hier was ganz Tolles, das ist die Maulbeere. Ja. Wir haben jetzt schon so viel Zeit verbracht auf dem Grundstück. Ich wollte eigentlich noch Maulbeeren probieren lassen, die sind auf dem anderen. Auf dem nächsten Grundstück ist alles ein Jahr älter. Mhm. Auch hier. Moringa, zurückgeschnitten, vor 2 Wochen ungefähr. Kommt ständig wieder neu. Kommt ständig. Banane mit Nachwuchs schon. Hier die einjährige Papaya. Genau. Papaya. Faszinierend, was nach einem Jahr schon hier so passiert. Ja, das ist wirklich erstaunlich. Man ist hier in so einer Art Zeitbeschleunigungsmaschine, habe ich manchmal das Gefühl, ja. Paraguay. Alles ist viel schneller. Ja. Viele Leute sagen ja auch, die Haare und die Fingernägel wachsen auch schneller. Ja, interessant, das ist ein Blatt. Was habt ihr da Schönes, was ihr als schnabbert? Das ist jetzt Zimt. Ah, Zimt. Und eben hatten wir ein Blatt von der Pflanze der Nacht, da wissen wir nicht, was es war, aber das war noch leckerer. Habt ihr Inga gegessen? Ja, gut. Ja. Was auch gut schmeckt, sind die Zitronenblätter. Wir trinken die Einheimischen in Terrarie. Guck mal, und hier zum Beispiel, das sieht aus, als so sieht es aus, wenn Hühner reinkommen. Ja? Die sind ein bisschen weit weg. Hier auch, seht ihr das? Alles weit weg vom Dings. Also hier scheint irgendjemand geknabbert zu haben. Diese Blätter. Das ist eigentlich ein bisschen mehr. Aber es wird sowieso bald alles neu gemulcht. So, hier haben wir die Spitze und die Konkurrenz. Und das sind meine 3, die wir wachsen lassen. Okay. So. Interessant, die habe ich gerade mal vor 3 Tagen habe ich die kontrolliert. Zitrone, sehr lecker. Und da war noch kein Blatt. Ja, vor 3 Tagen. Und jetzt sind sie in den 3 Tagen 20 cm gewachsen. Wow. Sonst hätte ich nämlich hier diesen Seitentrieb längst weggenommen. Zack. Das geht wirklich jetzt gerade im August, September geht es so schnell. Der wächst gut. Und hier unser nächster Vorrat. Also für diesen Hektar, der jetzt hier ist, haben wir hier auch schon Terrabretter liegen. Ah ja. Das heißt, im Dezember ungefähr werden wir den verteilen. Einer der allerwertvollsten Bäume ist natürlich die Avocado. Ja, wir haben ungefähr 4% Avocado in der Aufforstung. Und nach dem 4. Jahr fangen sie an zu produzieren. Das sind dann diese großen, runden Avocados oder diese mexikanischen, birnenförmigen? Was ich bekommen kann. Ich kann dir jetzt gar nicht sagen, was es ist. Wir haben die Bananen und die normalen. Ja, es gibt ja viele Avocado-Sorten. Mhm. Aber vom Wachsen her ist es jetzt nicht so, dass nur eine bestimmte Avocado-Sorte in Paraguay vernünftig wächst. Die wachsen alle. Die sind ein bisschen empfindlich am Anfang. Interessanterweise stirbt fast die Hälfte ab nach dem Pflanzen. So. Ja. Ein bisschen Arbeit, aber gut. Das ist halt nur bei Avocado-Sorte. Gott sei Dank. So, hier auch, der wächst sehr lang. 2 Meter. Zu dünn. Das haben wir zurückgeschnitten. Und das ist jetzt das, was wächst. Und hier unten gibt es noch ein paar Seitenäste. Ach, wir haben ja noch mehr hier oben. Was haben wir denn hier noch? 2 Riesentanks mit je 20.000 Liter Wasser. Denn was machen wir, wenn es keinen Strom gibt, was in Paraguay durchaus mal passieren kann? Oder die Pumpe geht kaputt und du hast gerade 1.000 Bäume gepflanzt. Oh, ja. Deswegen ist das Erste, was wir machen, ein Wasservorrat. Hier sind 40.000 Liter Wasser drin, das heißt, wir können jederzeit für 1-2 Wochen wässern. Selbst ohne Strom oder wenn die Pumpe kaputt ist. Zitronen sind drüben. Und nebendran dieses kleine braune, das ist die Umrandung der Tiefbrunnenpumpe. 110 Meter tief, 5.000 Liter die Stunde, super Wasser. Mhm. 5.000 Liter die Stunde? 5.000 Liter die Stunde. Wow. Ja, die haben das gemessen beim Graben.
Wir sitzen auf einer riesigen Wasserquelle, halb Paraguay. Bestes Süßwasser. Teile von Brasilien und Paraguay. Den Aquifero oder so, ne? Ja. Und der soll möglichst sauber bleiben. Deswegen brauchen wir hier viel Agni Hotra. Hier wird gerade fleißig gepflückt. Yep. So, das sollen Zitronen sein. Es gibt mehrere Arten von Zitronen. Es wirkt hier sieht es aus wie eine Zitrone? Ich tippe hier auf Mandarinen. Vielleicht musst du mal einen Geschmackstest machen. Ich mache jetzt den Geschmackstest. Blüten und Früchte zugleich. Mative Test. Ton ist jetzt an. Das soll eine Zitrone sein. Also bislang wirkt alles wie eine Mandarine. Ich probiere jetzt mal Mandarinen. Ich erwarte jetzt einen fruchtig-süßen Geschmack. Ich hab's gesagt. Expertin hat gesprochen. Das war nur der Kern. Boah. Eine recht saure Mandarine. Das ist frei. Hier sieht man jetzt, die veredelte Zitrone ist hier also der neue Hopfen angegangen und der Rest wurde dann abgeschnitten. Ja, das heißt, hier wächst jetzt, das ist eine Orange, was jetzt hier wächst. Ja, und drumherum wieder Mulch, das heißt, zeig nochmal, wo ist die alles? Daneben, da wurde die, ach so, der, das Plastik ist weg mittlerweile, das ist aber schon vor 2 Monaten gemacht worden, oder noch 3 Monate. Brauchst du dann ein Loch rein und dann hopfst du wieder rein? Genau. Andreas, wir haben neulich am Straßenrand mal Orangen gekauft. Die waren von innen wunderbar, von außen war die Schale teilweise ziemlich schwarz. Ja. Oh ja. Ist das irgendwas, wo man sich Sorgen machen müsste, dass da irgendein Pilz drauf ist, oder kann man die so perfekt so essen? Weil die waren vom Geschmack her perfekt. Ja, das passiert uns ganz oft. Mal gucken, was sie da gemacht haben. Ist jetzt Erde drauf gekommen. Seht ihr das? Das ist Erde. Ich weiß nicht, wo die herkam. Wahrscheinlich. Durch den Regen. Nee, die war aus den Wurzeln hier noch, von dem Gras. Zack. Und unter der Erde kommt bestimmt Terra Preta irgendwann. Genau. Ja, ich sehe es schon. Ganz schön sein, durch den Regen. Das ist Wasser unterspült. Ja, da kommt's. Da ist jetzt Terra Preta, genau, mit den ganzen Würstchen. Also normalerweise brauche ich auf dem Terra Preta keine Erde, aber wenn es dann eben regnet, passiert das schon mal. Ja, das ist da runter. Ja, genau. Warum hast du denn das jetzt weggekippt? Weil ich gucken wollte. Nein, die Erde brauche ich eigentlich nur am Rand hier. Die Erde brauche ich nicht hier. Das ist schon okay. Ich musste ab und zu mal kontrollieren, was gemacht wurde. Ich bin ja nicht immer 100% dabei. Deshalb gucke ich mal, wie es da unten drunter aussieht. Ah ja, hier haben wir Terra Preta. Seht ihr, hier ist so korrekt. Terra Preta. Vielleicht finden wir auch die Schlange endlich. Diesmal gibt es keine Katze, die uns beschützen kann. Und hier seht ihr, wie die Wurzeln in den Terra Preta reingegangen sind. Hier ist alles durchwurzelt in Terra Preta. Ja, hier sieht man auch einen alten Mangokern, aufgelöst. Ja. Das heißt, die Wurzeln sind eigentlich immer im Terra Preta. Und dann über dem Terra Preta haben wir die Blätter und die sind dann nochmal geschützt durch den neuen Mulch, dass das Ganze eben feucht bleibt. Ja, funktioniert. Gerade in den Bereichen, wo die Erde sehr trocken ist, empfiehlt es sich mehr Mulch zu nehmen. Ist immer viel besser. Und hier sieht man, wenn man einen Baum nur zur Hälfte mulcht, das sieht dann so aus. Ja? Haben sie einfach vergessen. Hier. Den Teil zum Mulch. Aber ist halt Paraguay. Und das da, was so braun ist, was genau ist das jetzt? Ist das getrocknetes Gras? Das hier ist das Gras, genau. Das ist hier gerade veredelt worden. Halt, wo ist es? Ne, ist nur geschnitten worden. Es wird noch veredelt. Demnächst, weil der noch zu klein war, der Baum. Was heißt veredeln? Veredeln, die aus der Zitrone eine Orange machen, eine Grapefruit machen, eine Mandarine machen. Hier sind wieder die Wurzeln. Die Wurzeln sind in den Blättern und in dem Terra Preta. Und oben drüber ist der Mulch. Und außenrum eben die Reste. War das wahrscheinlich eine Mandarine, wo man eine Zitrone reingelegt hat. Und dann wachsen manchmal auch Autoreifen an Bäumen. Alles. Paraguay gibt es alles.
Das ist eine Mango? Das ist auch eine Mango, genau. Gemulcht. Und sie, obwohl hier gehackt wurde vor 2 Monaten, schaut, manche Sachen sind schnell wieder da. Gerade mal gucken, hier auch die Blätter und Tetrabretter. Also wir haben hier jetzt fast 20 cm Mulchstärke. Das ist natürlich ideal. So tief bis zum Tetrabretter. Ja, 15 cm. Und da bleibt natürlich die Feuchtigkeit erhalten. Und die hat schon angesetzt für neue Triebe. Die wird in spätestens einem Monat wird die dann wieder wachsen, so einen halben Meter ungefähr. Weich. Ganz weich sind die, samtig. Ja. Oh, Fohlen! Pfirsiche! Ja. Ein Jahr alt, die Pflanze. Okay. Lampaccio wächst per Definition schief. Immer schief, immer. Also wenn du Glück hast, dann kriegt er dann so, dann kannst du ihn langsam nach hochziehen, aber... Wahrscheinlich ist Lampaccio Guarani und heißt schief oder so. Wirklich, das ist eine... Und er hat auch immer 2 Kronen. Guck, da kriegt der teilt sich immer in 2 gleich starke Äste, die weiter wachsen. Ja? Das ist eine Herausforderung, den hochzuziehen, so mal auf 10 Meter. Und ich will ihn auch keiner pflanzen von den Paraguayern. Was? 20 Jahre warten, bis ich Holz ernten kann? Oder 30? Ja? Nein, es muss nach 3 Monaten muss das Geld gehen. Hier ist Unkraut, ne? Wie heißen sie? Gibt es in den Blumenkästen überall? Petunie? Eine wilde Petunie. Die Original-Petunien kommen aus Paraguay. Ich habe hier schon ein paar wilde Petunien gesehen, immer nur so einzelne, nicht unbedingt so als Feld oder so. Meistens sind sie leuchtend rot, das ist die erste weiße, die ich hier gesehen habe. Das ist auch noch eine. Und hier sieht man, wie sie gerade aufgeht. Schaut euch das mal an, dieser Wirbel, der hier oben ist. Ja? Perfekt. Hier ist dir die Wirbelstruktur wiedergegeben. Alles in der Natur geht hier in Wirbel. Hast du noch was drauf? Funktioniert in Wirbel. Ja, it's a field. Ja, alles voll. Wow. And look here, the mango, after 1 year. Wow. Look at all this. Nach einem Jahr. Nach einem Jahr. Aber die Blüten werden wir wegnehmen. Denn nach einem Jahr hat der Baum noch nicht so die Kraft. Nee. Nach 2 Jahren schon, da kannst du schon 10 Mangos haben an einem Baum. Aber nach einem Jahr besser. Er steckt die Kraft in Blätter und Zweige. Ovenia. Wunderschöne Blätter. Ovenia, ja. So ähnlich wie Linde, ein bisschen. Ne? Das Herz hier. Wie heißt die? Ovenia. 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 Das ist die für die, wenn du kein Alkohol im Blut haben willst, mit Ovenia. Ach, das ist die? Das ist die, ja. Wo ihr dann mal das Produkt macht, wenn man zu viel getrunken hat. Naja, ob ich das dann mache, ist doch die Frage, aber ich kenne jemanden, der macht's dann. Ja? Das reicht ja. Man muss immer nur jemanden kennen, der einen kennt. Ja, das reicht. Die Wurzeln kommunizieren miteinander. Das ist, hat ja auch irgendeiner herausgefunden, dass die Bäume unterirdische Kommunikationssysteme nutzen, sozusagen Internet der Bäume, über die Pilze geht das. Mhm. Über Kilometer können die kommunizieren. Und ich denke mal, dass die dieses Netz hier längst aufgebaut haben und sich gegenseitig erzählen, was sie so brauchen, was es Neues gibt und alle profitieren davon. Ja, hier sieht man zum Beispiel, der Pfirsichbaum nach einem Jahr hängt auch voll mit 30 Pfirsichen. Bin zufrieden. Es gibt einen Rekord, ich glaube, da steht sogar im Guinness-Buch der Rekorde, und zwar über das größte Lebewesen der Welt. Und die meisten sagen dann, es muss irgendein Wal sein oder irgendein Mammutbaum oder so. Ja. Und tatsächlich ist das irgendein Sporenpilz. Das ist aber ein Organismus und der erstreckt sich in irgendeinem amerikanischen Naturpark über mehrere Quadratkilometer. Ja, kann man ja feststellen mit DNA-Probe und so. Ja. Nee, die ist jetzt eher hartnäckig. Ich war wohl schon so. Guck! Hartnäckig. Jetzt geht's jetzt so. Bist du brutal? Die Blumen sind wunderschön. Ja, die sind schon toll. Ja.
So, willkommen auf der The Parenting Farm 3. Hier wurde vor 2,5 Jahren ungefähr gepflanzt. Ja? Und jetzt sehen wir fast alle Baumsorten, die wir eben gerade geschaut haben, die ein Jahr alt waren, sind jetzt hier ein Jahr älter. Ungefähr. Auch die Pfosten, ja, wir haben ja darüber gesprochen, Pfosten von Eukalyptus. Ja? Solche Eukalyptusse hat man nach 2 Jahren und da hinten haben wir sie schon abgeschnitten auf der anderen Seite. Dann haben wir bereits den Effekt, den wir haben wollen. Nach 2 Jahren lebende Zaunpfosten. Ja, und innen drin auch wieder die Arten, die wir eben gesehen haben. Wir haben Kukui-Bäume, wir haben Paraiso-Gigante, wir haben die Mangos, wir haben die Macadamias. Lass uns mal reingehen. Ungefähr so hoch, ihr könnt euch noch erinnern, die Einjährigen, ja? Und ein Jahr, 1,5 circa später, eben 6 Meter hoch. Das heißt, die sind 2,5 Jahre alt, ja? Genau. Unglaublich. Welche waren das jetzt noch bitte? Cribilea. Cribilea Paraiso. Und hier neben dem Paraiso, die Symbiose, wo ich erzählt habe, der Ingabaum, die Leguminose, wurde schon mehrfach zurückgeschnitten. Und hier liegt dann der Dünger, der Mulch. Das heißt, der Baum düngt nicht nur durch die Wurzeln, er düngt auch durch die Blätter. Ja? Den können wir zweimal im Jahr zurückschneiden und haben den Effekt. Die ergänzen sich wunderbar. Wenn ich die jetzt esse? Mhm. Aber du kannst danach noch ein Viertel Kukuinus essen. Mhm. Süßlich. Mhm. Süßlich scharf. Mhm. Fantastisch. Das ist ein Power fürs Immunsystem. Total stark, die sind lecker. Nee. So ein bisschen Radieschenaroma. Ja, ja, genau so ein bisschen. Und man sieht den Rest der Riesenerbsen noch. Ne? Ein paar haben noch überlebt bis heute. Seht ihr das? Ja. Mhm. Alles noch da. Das ist der Geschmack. So. Die Lichtung im Wald, hier sieht man zum Beispiel eine, die ca. 200 Quadratmeter. Natürlich ist 2-3 Bäume, die waren jetzt, die haben wir nicht gefällt, aber die Freifläche ist vorhanden. Und außenrum der Waldgarten. Mhm. So haben wir das gestaltet. Immer pro 1000 oder 1500 Quadratmeter gibt es eine Lichtung, wo keine Bäume gepflanzt werden. Und wie viele von diesen Grundstücken hast du insgesamt, von diesen 1000 Quadratmeter Grundstücken, die du anbietest? Da habe ich jetzt den Überblick verloren, muss ich sagen. Okay. Müsste ich mal nachzählen, aber es sind schon einige. Und es wird noch viel aufgeforstet in Paraguay. Hast du schon welche verkauft? Ja, klar. Das Schöne ist ja, dass jeder Mensch, der ein Grundstück kauft, mir hilft, dass ich neue Flächen aufforsten kann. Das ist eine positive Rückkopplung. Je mehr wieder investieren, umso mehr Land kann ich kaufen, Bäume kann ich kaufen, Leute kann ich anstellen. Das heißt, ich beseitige die Arbeitslosigkeit, ich löse die ökologischen Probleme und wir erschaffen immer mehr Reichtum. Und wir können halb Paraguay oder halb Europa ernähren, irgendwann, mit 1000 Hektar. Guck mal, da sind Bananen. Ja. Die Bananen schauen wir uns jetzt mal hier an. Oh ja. Das sind ja noch die kleinen, wir haben da drüben noch viel größer. Da oben sind explosionsartig. Rizinus. Da oben sind die Reifen schon, die braunen. Man kennt das hier nur von dem Öl. Ja, ja, da kann man das Öl Das machen. Ist dann aus dem Auspressen dieser Früchte da oben, ja? Genau, da sind sie da unten. Rizinus. Zack, immer 3 Samen. Und da in der Mitte das Schwarze. Ja, ich glaube, der ist nicht ganz ausgereift hier. Hier haben wir jetzt praktisch schon ausgewachsene, fast ausgewachsene Bäume, nach noch nicht mal 3 Jahren. Pfirsich, Banane, Avocado, Papaya. Und das eben auch durch diese Technik mit dem Mulchen und der Terra Preta. Terra Preta, Mulchen, Agnihotra. Ja? Agnihotra ist sozusagen, um die Atmosphäre zu reinigen von den ganzen negativen Energien, die hier waren. Also es wurde ja misshandelt, das Land. Letzten Endes wurde es Jahrzehnte misshandelt und diese Energien, die werden alle gereinigt. Gründünger und dann kommen die neuen Bäume. Das heißt, es wird einfach umgepolt. Was vorher negativ war oder zerstörerisch, wird jetzt umgepolt und kann wieder produzieren. Wie siehst du das mit Himbeeren hier? Wachsen auch. Wachsen. Könnte ich euch mal zeigen, wenn noch Zeit ist. Mhm. Also im Grunde genommen habe ich der Technik hier alles erklärt. Ihr seht hier einfach mal das Ergebnis. Es ist für mich selbst unvorstellbar. Der Baum ist keine 3 Jahre alt. Keine 3 Jahre alt. So ähnlich. Ziemlich groß. Ich war im Nationalpark vor kurzem
im Shenandoah Nationalpark. Wie hoch macht der Baum jetzt sein? 10 Meter? Ja, 10 Meter. Mehr, glaube ich, wenn du überlegst. Ja, du lass bist ihn, vielleicht lass irgendwie 1,80, gut 1,80. Ja. Dann sind das so 3 Meter, 6, 8, 10, ich denke so 11, 12 Meter. Wow. Auch diese Banane hier, die hat nur 2,5 Jahre. Da regnet nur eine, da fragen 1, 2, 3, die wurde schon mehrfach abgeerntet. Musst du bei Bananen irgendwie etwas pflegen? Das sieht jetzt ja so aus hier, da ist ja einiges runtergefallen und so. Das ist das der Mund. Schau dir. Die düngt sich einfach selbst. Und es ist kein Problem, die Banane wächst direkt neben der Macadamia. Und es ist eine Avocado hinten dran. Du hast irgendwelche Vulkanmineralien oder sowas dazu, aber das ist jetzt eigentlich keine Chemie. Nee, es gibt, das ist Basalt im Grunde genommen. Es gibt hier alte Vulkane, Basaltgestein wird als Pulver verkauft. Gesteinsmehl hat sehr viel Mineralien. Mhm. Würde ich jetzt nicht als Chemie bezeichnen. Nee. Das hat sogar eine Zulassung für den Bioanbau. Mhm. Ja, Mineralien, das kann man noch geben. Wäre jetzt nicht unbedingt notwendig, aber ich versuche ja das System noch zu verbessern. Ich bin nie so 100% zufrieden, wenn ein Baum in 2,5 Jahren 115 Meter hoch ist. Er kann ja auch mal 20 Meter hoch sein. Das heißt, möglichst schnell viele Wälder aufforsten, viele gute Nahrung schaffen, weil das ist ja fast alles vergiftet. Du kannst ja das Essen gar nicht mal genießen, was mit Roundup verseucht ist. Das ist letzten Endes fast nur noch Gift, was du kaufen kannst. Und die einzig saubere Nahrung können wir aus solchen Waldgärten produzieren. Das ist die Zukunft. Auch wenn das jetzt vielleicht nur im Verhältnis gesehen eine kleine Fläche ist, aber alles hat mal klein angefangen. Hast du eine Vision, wie du das, was du hier im Kleinen jetzt in Paraguay machst, irgendwo auch in die Welt tragen möchtest, um andere zu animieren, in Paraguay oder in anderen Ländern es genauso zu machen? Man kann die Technik überall einsetzen. Im Grunde genommen, es sind Waldgärten, lebendige Waldgärten. Ja. Und man kann sein Domizil mitten im Waldgarten aufschlagen. Ja, man muss anders denken, anders rangehen. Ja, und das fängt eben schon bei der Planung an. Wie fange ich das Ganze an? Fange ich an, indem ich erst alles platt mache und mir Gedanken mache über die Straße, über Strom und Wasser? Oder mache ich mir erst Gedanken über meine Nahrung, über meinen Wald, über den Schutz, über die Medizin, die da drin wächst? Mhm. Und dann fange ich an und kümmere mich um alles andere. Klar haben wir hier auch geplant mit Straßen. Also wir haben die Straßen so gelegt, dass wir keine Bäume fällen mussten. Wir haben erst einen Baumkataster gemacht und daraufhin die Straßen angelegt. Aber wir haben geschaut, wo ist jetzt noch Restwald. Hier zum Beispiel nebendran ist der Mandarinenwald. Den Mandarinenwald haben wir zu einer Gemeinschaftsfläche gemacht. 4000 Quadratmeter Mandarinen. Hier okay. Ja, weil das einfach noch ein schöner Wald war und den haben wir so gelassen, wie er war. Und dort, wo nichts war, haben wir eben aufgeforstet. Die Bäume, die jetzt vorhanden waren, hier sind es relativ wenig gewesen in dem Teil. Hier siehst du einen davon, einen gelben Lapacho. Ja, das war jetzt auch schon fast alles, was hier noch war. Alles andere ist gepflanzt. Hast du Litschi hier? Litschi habe ich nicht, nee. Einmal probiert, ist nicht gekommen. Wächst bei einer Freundin von uns sehr gut. Kann man alles integrieren. Ja. Es ist ja auch so, dass jeder kreativ sein kann und kann immer noch mehr Arten dazu pflanzen, wenn es sie bekommt und wenn es eben wächst. Äpfel haben wir auch versucht. Wächst teilweise, aber bringt keine Früchte. Also was für uns eine Überraschung war in Südamerika, das ist, dass wir neue Früchte kennengelernt haben. Als simples Beispiel mal die Cashew. In Europa würde jeder sagen, Cashew, das ist doch eine Nuss, das ist doch keine Frucht. Naja, in der Realität, ich meine, der Kern, den wir kennen, das ist ja nur die Nuss. Also 2% vom ganzen Baum. Ja, genau. Okay. Und das Rätsels Lösung ist einfach, dass die Cashew-Frucht nicht so stabil ist, dass man sie großartig transportieren könnte. Das heißt, wir kennen sie in Europa ja gar nicht. Aber wir haben hier Cashew-Früchte gegessen und die waren gar nicht schlecht. Die sind lecker. In Brasilien kannst du Saft, gefrorenen Saft kaufen. Ja. Brasilianer, die machen das ganz geschickt. Gibt es immer so 1-Liter-Pakete, holst du dir aus dem Gefrierfach einen Mixer und dann hast du deinen Saft. Ja. Das ist eigentlich 1000-mal besser als das ganze Gaseosa-Zeug, dieses Cola, Pepsi und was da alles gibt. Wir haben in Mittelamerika mal in, wo war das? Honduras? Weißt du das noch? Costa Rica, Honduras, glaube ich, ne? Mit dem Cashew-Wein. Da haben sie aus den Cashew-Früchten eben Wein gekeltert. Das ist jetzt kein Qualitätswein, aber wir mögen beide sehr gerne sehr lieblichen Wein und das wird eher so eine Art Likörwein. Ja. Der da auch sehr, sehr günstig verkauft wird. Herrlich. Super Idee. Sehr lecker. Weil du gerade von Früchten sprichst, da drüben ist eine Mora. Die müsste reif sein. Also Mora ist Maulbeere. Die schwarzen Früchte können wir essen.
mal gerade gucken. Die wird jetzt gerade sind sie rot geworden. Ja? Aber ich zeige euch einen, der ist schon schwarz. Ganz in der Nähe, den können wir schon essen. Weiter unten. Den habe ich hauptsächlich für die Vögel gepflanzt. Weil es tausende von Früchten immer produziert. Kannst du tolle Marmelade machen. Oh, ja. Ist ja auch schön, wenn du den Vögeln was anbietest, damit sich die an einem Baum austoben können und dann vielleicht die anderen, die wichtiger sind, in Ruhe lassen. Also habe ich kein Problem damit. Wir haben den Tieren so viel weggenommen und so viel kaputt gemacht die letzten hunderte von Jahren. Und warum nicht mal was tun für die Natur? Und wenn die eben 20% oder 30% wegfressen von dem, was soll's? Bleibt genug übrig. Ich bin am Anfang gar nicht erpicht drauf, jetzt alles abzuernten, jede einzelne Frucht zu ernten. Guck mal, hinter Andreas sind auch so interessante Samenkapseln da. Was ist das? Das ist jetzt Moringa wieder. Das ist Moringa. Das ist Moringa-Baum. So sieht er dann aus. Ja. Moringa-Baum. Die hat jetzt auch sein Terrabretta hier unten. Der hat seine Farbe bekommen aus Erde. Und du siehst, es geht alles. Nebendran steht ein riesiger Paraíso. Schau, das ist keine 3 Jahre, was ihr jetzt hier seht. Und das ist eine Distanz, ich meine, die stehen hier jetzt nicht weit weg voneinander, das ist eine Distanz, die okay ist. Ja. An manchen Stellen kann man es dichter pflanzen, lässt man wieder mehr Platz. Dieser Moringa, der ist jetzt wild gewachsen, sage ich jetzt mal. Ja? Mhm. Das ist der offizielle hier. Aber kein Problem. Manche sind etwas dichter zusammen. Und dann gibt es eine Lücke. So wie hier zum Beispiel gibt es eine kleine Lücke. Und dann kommt wieder, das ist auch wild gewachsen, Papaya wild, haben wir einfach gelassen. Obwohl der jetzt Konkurrenz ist für meine Macadamia. Die haben wir gepflanzt, die Macadamia. Und dann ist der Papaya wild gewachsen. Ja, ich muss ja nicht unbedingt die Papaya weghauen, können ja beide wachsen. Und dadurch, dass die Papaya sowieso nicht sehr alt wird, in 2-3 Jahren ist sie wahrscheinlich dann alt, dann stirbt sie ab und dann kann der Macadamia voll durchstarten. Ist kein Problem. Am Anfang haben wir dafür gesorgt, dass wir einen Wasservorrat haben, sind 50.000 Liter. Das heißt, wenn mal eine Pumpe ausfällt bei Dürre, wir können sofort wässern. Wir haben das an den höchsten Punkt gemacht mit Gefälle, wird einfach alles gewässert. Da waren wir schon ein paar Mal dankbar drum, dass wir keinen Strom brauchen können dann. Aber jetzt ist es auch schon Jahre her. Im Grunde genommen, das wurde 6 Wochen gewässert und danach nur noch für die wir nachpflanzen. So 2-3% pflanzt man nach, wenn Sachen nicht angehen. Die haben dann meistens den Stock hier. Da ist eine, zum Beispiel da hinten. Die allermeisten sind gut angewachsen. Hier haben wir Pflaume. Ja, das ist jetzt kein Pfirsich, das ist jetzt Pflaume. Zwetschge, kann man sagen. Hier sieht man noch die Blüte. Und eigentlich sollten schon ein paar, die fangen jetzt gerade an. Da sieht man kleine Früchte bei dem hier, das kleine Grüne hier. Das sind die ersten Pflaumen. Oh, da ist eine größere hier. Also, in 6 Wochen ist es soweit. Hast du eine Idee, warum Erdbeeren hier in Paraguay eigentlich nur in Arequipa angebaut werden? Ich weiß es nicht irgendwie. Also die wachsen hier genauso. Das ist typisch paraguayisch, wenn einer mit Erdbeeren anfängt, dann macht der Nachbar das Gleiche. Und dann kommen wieder 2 Nachbarn und machen das und das ganze Dorf ist dann irgendwann dabei, Erdbeeren zu pflanzen. Ja. Das ist hier die Mentalität. So machen sie es aber auch mit anderen Sachen. Oder die ganzen Möbel zwischen Aregua und Luque. Ja, genau. So sind die von der Mentalität her. Die denken, ach, das ist ein gutes Geschäft, das mache ich jetzt auch. Dann müsste ich das mal von dir abgucken. Ja, das wäre schön. Ich habe auch keine Angst vor Konkurrenz. Ich würde mich sogar freuen. Es wird mal einer es noch besser machen hier. Würde mich freuen. Ich wäre der Erste, der hingeht, um zu lernen. Bisher habe ich noch keinen getroffen, leider. Also noch besser jetzt nicht, aber ich habe jetzt richtig Lust. Wir haben zwar nur 360 Quadratmeter, aber ich möchte jetzt Bäume pflanzen. Oh, super, da habe ich wenigstens einen motivieren können heute. Deine. Und jetzt weiß ich auch, warum die nicht so wachsen, weil der Rasen dann sich dann schon viel zu nah dran. Okay, das siehst du mal. Das sind diese Feinheiten, die ich dann oft erklären kann, warum etwas bisher nicht funktioniert hat. Aber das kannst du ändern. Das ist jetzt die Straße. Also am liebsten sind mir übrigens solche Straßen aus Gras. Gras ist ja auch nicht schlimm, sie sollen nur nicht an den Bäumen wachsen. Aber hier ist es doch wunderbar. Keine Bodenversiegelung, null. Wir brauchen noch nicht mal Kopfsteinpflaster für diese Wege. Das funktioniert. Auch zwischen den Bäumen. Ich müsste es nicht unbedingt machen, aber wir halten
Wir gehen da mit dem Freischneider durch und holen eben, mähen es eben ab und verwenden den Schnitt als Mulch. Ja, so kann es also aussehen, oder könnte es aussehen, in großen Teilen dieses Landes oder auch überall in der Welt, mit anderen Arten. Sagen wir mal, in Deutschland würde ich jetzt Birne, Apfel und Esskastanie nehmen als Hauptbestandteil. Und Kirschen und Johannisbeeren und Stachelbeeren und Heidelbeeren. Ja, und könnte so auch auf 1000 Quadratmeter locker eine Familie ernähren. Ja, kein Problem. Von den eben genannten Obstsorten, die ja überwiegend europäisch sind, gibt es da welche, wo du sagst, die würden hier genauso wachsen, und andere, wo du sagst, die haben hier nicht die richtigen Bedingungen? Also jetzt Apfel, Birne, Kirsche und sowas alles, wie siehst du das? Birne wächst gut, ja, Apfel weniger gut. Mhm. Kirsche weniger gut, dafür kannst du Acerola-Kirsche nehmen. Sieht fast genauso aus, hat mehr Vitamin C. Mhm. Esskastanie wächst hier auch, zum Beispiel. Was würde ich noch pflanzen? Himbeeren würde ich pflanzen, wächst auch. Brombeeren wächst wunderbar. Mhm. Wir haben ein Gebiet mit 4000 Quadratmeter Wald, wo unten drunter alles mit Brombeeren wächst. Ja? Wir ernten tonnenweise Brombeeren jetzt wieder im Oktober. Und die sind wesentlich besser wie die Erdbeeren, weil die Erdbeeren hier, die es gibt, die sind alle gespritzt. Mhm. Aber was aus Aragua kommt, kannst du eigentlich vergessen. Mehr Energie hier, weil die bauen da seit 30 Jahren nur Erdbeeren. Das kann nicht gut sein. Und im Wald überhaupt kein Problem. Du könntest jetzt in die Reihen schon, oder da auch, kannst du anfangen, dein Gemüse zu pflanzen. Wir haben ja was vom Siebenstern gehört. Das ist aber eher mehr bei Bienen, wo man das macht. Mhm. Gibt es hier auch irgendwie ähnliche Themen, die da vergleichbar wären? Ja, im Grunde genommen ist es die heilige Geometrie, die du mit reinfließen lassen kannst in deine ganzen Projekte. Wenn ich irgendwo ein Haus baue, achte ich immer darauf, dass die Geometrien drin sind. Goldener Schnitt und sowas. Mhm. Ist ja gar nicht so kompliziert. Auch die Bäume stehen in Nord-Süd-Richtung mit dem Erdmagnetfeld. Auf allen Flächen. Das ist immer Nord-Süd. Weißt sofort, wo du bist. Hier ist jetzt Süden in der Richtung. Wie lange existiert dieser Planet nach offizieller Schreibung? 5 Milliarden Jahre? 4 Milliarden, glaube ich. Ja, 4 Milliarden. Und wie lange gibt es jetzt Bäume und Wälder? Wann fing das an? Vor 600 Millionen Jahren ungefähr mit den ersten Pflanzen, die an Land kamen. Dann kamen die Dinosaurier vor 150 Millionen Jahren, dann sind sie ausgestorben vor 50 Millionen Jahren. Und dann gibt es uns Menschen seit wie langer Zeit offiziell? Ja, die Hochkulturen seit 5000 Jahren. Und hier wird dann in 20 Jahren der Boden kaputt gemacht für etwas, was vorher 600 Millionen Jahre wunderbar funktioniert hat. Da ist irgendwo ein Fehler, den wir, glaube ich, korrigieren sollten. Und es macht sogar Spaß, den zu korrigieren. Hier in Paraguay ist das Erdmagnetfeld ja besonders niedrig. Ah ja. Macht das irgendwas hier mit den Pflanzen? Ich habe keinen Vergleich, ich kann es dir nicht sagen. Aber es ist auf jeden Fall gut, das Magnetfeld zu stärken, indem ich die Bäume einfach in der Richtung pflanze. Oder auch mit Basaltmehl zum Beispiel mithelfe zu düngen. Ja, weil Basalt ist nachgewiesenermaßen, stärkt das Magnetfeld. Und wahrscheinlich sind es nicht nur die Mineralien, wahrscheinlich sind es auch die Magnetfelder, die den Bäumen helfen. Mhm. Das ist ja noch gar nicht alles 100% erforscht. Man hat jetzt rausgefunden, vor ein paar Jahren, dass Pflanzen ja gar keine Chemikalien aufnehmen, sondern Mikroorganismen mit den Wurzeln verdauen. Direkt. Mikroorganismen werden direkt aufgenommen von der Wurzel für die Pflanze. Das heißt, je mehr Bodenleben man hat in der Nähe der Wurzel, umso besser können Pflanzen die Nährstoffe aufnehmen. Und wenn du sie aber mit Chemie vollpumpst, dann kriegen sie sowas wie Junkfood. Das ist dann so der McDonald's für die Pflanzen. Ja? Ganz schnell werden sie dick, aber auch Immunsystem geht kaputt. Da gab es ja einen Film von jemandem, der hat sich 30 Tage nur von McDonald's ernährt und musste danach dringend ins Krankenhaus. Ja. Also ich fand es jedenfalls mal interessant, was passiert, wenn man sich mal einen Monat nur von Junkfood ernährt. Und unsere normale industrielle Landwirtschaft gibt den Pflanzen Junkfood. Eine Mischung von künstlichem Nitrat, Kali, Phosphor, ja. Und dann wundern sie sich, wenn diese Pflanzen kaum noch Mineralstoffe haben und Vitalität. Dann werden sie von Insekten angefallen, weil die haben kein Immunsystem mehr, und dann muss man wieder mehr spritzen. Dann brauchst du sogenannte Pestizide, um die Pflanze zu schützen, in Anführungszeichen. Ja. Dann werden sie dann geschützt. Und damit sie dann lange halten, auf dem Weg bis in den Supermarkt, musst du sie bestrahlen. Ja, möglichst mit radioaktiven Strahlen, damit sie dann nicht gleich zerfallen nach einer Stunde. Und das werden die meisten Menschen essen, sowas tatsächlich. Das ist also keine Nahrung, das sind Füllstoffe.
Und hier produzieren wir was anderes. Hier sind Nahrungsmittel. Und wenn jetzt hier noch Menschen sind, die diesen Pflanzen Aufmerksamkeit geben und die persönlich pflücken, dann hast du von so einer Mango, die du selber pflückst und gleich aufisst, den tausendfachen Mehrwert von einer gekauften Mango, die irgendwo von einer Monokultur kam, aus, was weiß ich, wo die herkommen mittlerweile. Ja. Ja, das ist ja in Deutschland mit allen Südfrüchten so, dass sie im Grunde ja unreif geerntet werden und dann auf Kühlschiffen nach Europa gebracht werden und dann dort mit Chemikalien irgendwie nachreifen. Ja. Ja, das ist ein Riesenunterschied und das merkt man auch. Ihr habt vorhin ein paar Moringa-Blüten gegessen. Also oft reichen mir 3 Blüten am Tag und da bin ich wieder, gibt Energie. Was isst du sonst so? Wie sieht deine Ernährung aus? Bist du Vegetarier oder? Ja, schon seit 25 Jahren. Seit 25 Jahren. Ja. Mhm. Auch Veganer oder? Nee, ich mag Butter. Es ist leider mit Leid verbunden von Tieren. Ja, und das muss eigentlich nicht sein. Es gibt mittlerweile andere Geschichtsforschungen, die belegen, dass unsere Vorfahren ganz anders gelebt haben. Dass sie nicht mit der Keule durch den Wald gerannt sind und haben alle Tiere erschlagen, sondern haben in der Natur gelebt und haben sich vegan ernährt. Ja, auch die Guarani-Indianer, wo wir hier jetzt sind in Paraguay, waren die Guarani-Indianer, die waren ursprünglich vegetarisch, die haben keine Tiere getötet. Das haben erst die Spanier gebracht, diese Unsitte, Tiere zu töten und aufzuessen. Also wer würde auf die Idee kommen, Leichen aufzuessen? Ich meine, das ist eigentlich... Und damit es gut schmeckt, kommen Gewürze rein. Das macht eigentlich keinen Sinn. Für mich zumindest nicht. Kann ja jeder entscheiden, was er denkt, was er macht. Aber es gibt Kulturen wie in Indien zum Beispiel, wo die Menschen seit Jahrtausenden sich vegetarisch ernähren und sehr gut davon leben können, wenn nicht irgendwelche Kolonialmächte das Land kaputt machen. Ansonsten funktioniert sowas. Ja, sind immerhin 1 Milliarde Menschen, die vegetarisch sich ernähren können. Das ist der Beweis, dass es funktioniert. Mhm. Und es hat noch diesen Effekt, dass wir keine Sojafelder brauchen, die in Monokultur alles zerstören und mit denen wir dann die Kühe und Schweine füttern in Europa, in Massentierhaltung. Das hat ja nichts mehr mit Tierhaltung zu tun, das würde ich sagen, das ist eher eine Industrie. Ja. Also jeder sollte mal wirklich nachdenken, mit was er sich ernährt, ob es sich lohnt, im Sonderangebot irgendwie Schweinefleisch zu kaufen oder vielleicht lieber für gutes Essen ein bisschen mehr auszugeben und gesund zu bleiben. Aber das Bewusstsein wächst ja, das ist ja schon seit Jahrzehnten so, dass immer mehr Menschen darüber nachdenken. Ich glaube, wenn es gelingen könnte, das in Zahlen aufzuzeigen und zu zeigen, guck mal hier, ich habe einen Hektar und den Hektar nutze ich so und so und so und so und das habe ich nachher als Return on Investment raus. Und wenn man das im Investor zeigt. Mit der Kuh verdienst du 200 oder so im Jahr, mit Soja 600 und mit Mischkulturen mehr wie 10.000. Also da ist ein gewisser Unterschied. Mhm. Ja? Natürlich musst du warten. Das ist eben nicht sofort. Darum geht's. Die meisten wollen immer in 3-Monats-Schritten die Rendite. Das ist langfristig. Das funktioniert nur langfristig. Aber wenn es einmal in Gang gesetzt ist, das System, ist es eben auch dauerhaft. Das heißt, es sind nicht nur 10 Jahre, es sind 100 Jahre, die so ein System, oder 1000 Jahre, die so ein System hält. Du kannst immer wieder nachpflanzen. Mhm. Und ja, warum nicht ein dauerhaftes System installieren, wo alle gesund sind und satt werden davon und kein unnötiges Leid entsteht? Beschäftigst du dich auch mit diesen Fragen, was man jetzt tun kann, wenn man jetzt tonnenweise Mangos hat, wie man die verarbeiten kann, sodass man sie den Rest des Jahres auch noch essen kann? Natürlich ist das ein Thema. Ja, wir haben also schon Mangos getrocknet, wir haben Solartrockner, kann ich euch auch zeigen. Die Zeit ist jetzt heute begrenzt. Ich bräuchte nur 2 Tage, um das alles zu zeigen. Wir haben ein Kühlhaus, wir können also die Sachen runterkühlen auf 5 Grad. Wir haben in Supermärkte verkauft. Wir werden demnächst wahrscheinlich Mangosirup herstellen, um es dann eben auch zu lagern. Dann kannst du es weltweit verkaufen. Das entwickelt sich jetzt gerade. Mhm. Dann machen wir das ähnlich für Macadamia-Nüsse, dass die eben auch dann gelagert werden können. Eins nach dem anderen. Ich meine, meine Aufgabe ist es jetzt nicht, eine Industrie aufzubauen für Obstverwertung. Meine Aufgabe ist es, die Grundlage zu schaffen für eine gesunde Natur und für die Produktion. Das andere, da gibt es Ingenieure, die sowas eigentlich locker umsetzen können nachher. Die Techniken sind alle da, wie man die Sachen konserviert und so weiter. Und dann gibt es andere, die vermarkten gerne, die sind dann in dem Businessbereich, kümmern sich darum um Vermarktung. Wünschst du dir, dass Leute jetzt herkommen und vielleicht mit dir dieses Projekt weiter voranbringen? Und was für Qualifikationen müssten die haben? Wenn du jetzt sagst, deine Aufgabe ist die Produktion,
Es gibt ja viele Auswanderer, die überlegen, was kann ich in Paraguay machen. Es geht, ich würde sagen, jeder sollte sich überlegen, ob er da, wo er lebt, ob er weiterhin in einem Art Hasenkäfig irgendwo leben will, in einem Hochhaus, oder ob er mit der Natur zusammenleben will, auf einem Stück Land. Das muss nicht hier sein, er kann genauso gut in Deutschland irgendwo aufs Land gehen, holt sich einen Hektar oder 1000 Quadratmeter und fängt an, seine Bäume zu pflanzen. Es geht nicht darum, alle Leute nach Paraguay zu locken. Da gibt es andere Organisationen, die das mit ganz gewisser Propaganda schon machen, die den Leuten Angst machen in Europa und sie hierher locken. Davon halte ich gar nichts, weil man soll erstmal da anfangen, wo man lebt. Wenn das Schicksal jetzt aber jemand nach Paraguay führt, so wie bei euch oder bei mir, dann ist es okay. Ja? Ich habe mir das nicht ausgesucht, das war einfach so, war meine Bestimmung, Punkt aus. Ja? Jetzt bin ich hier, mache das Beste draus. Und jeder sollte dort anfangen, wo er ist. Wenn jetzt jemand unbedingt nach Paraguay kommen will, gut, wir können Grundstücke anbieten oder wir haben das Wissen, was wir hier auch kostenlos verbreiten, wie man es machen kann. Es gibt genug Videos im Internet, wo ich das erkläre. Und die Leute sollten nicht immer denken, nur der Andreas Falter kann das. Ja, das kann jeder, aber er muss eine gewisse Zeit investieren. Ich mache das jetzt seit über 50 Jahren, als Hauptberuf sozusagen. Und deswegen bin ich halt etwas besser wie die meisten. Mit dem, was du dich beschäftigst, das wächst und wird besser. Deshalb, wenn jemand nach Paraguay kommen kann, gerne. Wir bieten Führungen an, so wie heute. Aber jeder kann sich auch ein Stück Land kaufen und kann das selbst machen. Ja, ihr habt jetzt Ideen bekommen, wie ihr euren Garten gestalten könnt. Und die Menschen, die ihre Aufgabe darin sehen, in Europa was zu machen, die sollen bitte anfangen und sollen Europa verändern. Oder Deutschland, Österreich, die Schweiz, da gibt es genug zu tun. Aber es fängt an im eigenen Garten. So unscheinbar das klingt, es sind nie die Politiker, die irgendwas ändern, sondern die Menschen, die anfangen, mit der Natur zu arbeiten. Und die Erde reagiert darauf. Die spürt das. Und gibt die Energie zurück. Ich kriege von diesen Bäumen, von diesen, wo wir jetzt hier stehen, von den 8000 Bäumen, kriege ich so viel Energie zurück. Das ist unglaublich. Ich komme hierher, egal wie frustriert ich vielleicht vorher war. Ich bin hier 5 Minuten, mir geht's gut. Das ist die beste Therapie, die es gibt. Ja. Und das kann ein Baum, das, ja, ein einziger Baum kann das schon bewirken. Du strahlst es auch aus. Ja. Ich hoffe, das kommt auf dem Video ausreichend drüber. Ja. Und es sind für mich, es ist ein Wunder, die sind total tief in der Erde drin, die sind also verwurzelt, ja, und gleichzeitig gehen sie hoch in den Himmel. Die haben beides total im Gleichgewicht. Und welches andere Wesen kann das so? Ja, entweder sind sie nur im Wasser oder nur in der Erde, oder wir sind meistens, laufen über die Erde, aber so ein Baum, der ist verwurzelt. Und ich denke mal, dass diese Energie was Besonderes ist. Ja, das fehlt vielen Menschen, die haben ihre Wurzeln verloren. Und dann sind sie manipulierbar. Und dann machen die Massenmedien mit ihnen, was sie wollen. Wenn sie nicht kritisch hinterfragen, glauben sie den ganzen Stuss, der da verbreitet wird. Ja. Ich bin schwer enttäuscht, muss ich sagen, von den Massenmedien. Denn deren Aufgabe wäre es eigentlich, Lösungen zu finden für die Probleme, die wir heute haben. Aber was machst du? Du beschäftigst dich stundenlang nur mit Problemen. Ja. Und keiner denkt an Lösungen. Und was wird wachsen danach? Die Probleme und nicht die Lösung. Deswegen, Konsum runterfahren ist besser von Medien jeglicher Art und beschäftigt euch mit eurem Garten, mit eurer Familie. Es lohnt sich. Ja, gut. Und die Gärtner auch. Genau. Deshalb lasst es wild wachsen möglichst und behutsam eingreifen in die Richtung, in die es handelt. Aber wir sind so erzogen, weil wir denken, wir bräuchten diese ganzen Systeme. Ja? Parlamente und Regierungen und dies und jenes. Ja? Wo sind die bitte in der Natur? Die Parlamente und die Regierungen. Das ist das Schöne an Paraguay, man spürt hier die Regierung kaum. Die beschäftigen sich mit sich selbst, wie sie in 5 Jahren möglichst viel Geld beiseite schaffen können, aber sie lassen die Leute in Ruhe wenigstens. Und das ist in Europa anders. Da habe ich irgendwo auch gehört, dass 85% der Menschen in Deutschland sich nicht getrauen, noch ihre Meinung offen auszusprechen. 85%. Weil sie Angst haben vor Repressalien. Und das hat mich doch schon ein bisschen erschüttert. Ja. In dem freiesten Land, in dem wir je gelebt haben. 85% haben Angst, ihre Meinung zu sagen. Sollte eigentlich nicht sein. Jeder sollte frei heraus seine Meinung äußern können. Egal, ob sie jetzt den Herrschenden bequem ist oder unbequem. Schließlich haben viele Generationen für die Freiheit gekämpft. Ja? Wie viele Menschen sind für die Freiheit gestorben schon? Ja, und dann
wäre es doch gut, wenn die Freiheit auch im Kopf erhalten bleibt und nicht aus Angst zugeschüttet wird. Na, dass man vielleicht seinen Arbeitsplatz verliert oder dass man, dass Kollegen denken, jetzt ist denn das für ein Spinner oder so. Ja? Aber vielleicht habe ich mich früh daran gewöhnt, als Spinner zu gelten, weil ich Bäume pflanze oder diese Sachen halt. Ja, ist okay. Außenseiter zu sein ist gar nicht schlimm. Solange die Mehrheit der Gesellschaft einen Weg geht, der der Erde schadet, ist es gut, Außenseiter zu sein.